miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Training Server. Ja, wie im letzten Video schon erklärt, ich zeige heute nach Wunsch eines Zuschauers die McDonnell Douglas MD-11F. Mit der fliegen wir heute und wir werden jetzt online starten. Das heißt, ihr seht hier die Liste. Da werden wir uns jetzt einen Flughafen aussuchen, welchen wir nehmen, wo überall also Ground Tower Approach und Departure vorhanden ist, mit halt Tower-Ansagen. Ja, und wir haben uns den EGLL ausgesucht, das ist der London Heathrow, und zwar Gate 313, ja. Und wir werden das jetzt mal angehen. So. Gut, wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt hier auf den Flughafen. Also ihr seht schon, ich stehe jetzt da. Ich möchte jetzt, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wollen wir hinfliegen. Ich habe hier schon mal Gedanken darüber gemacht. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt zum nächsten Flughafen, der hier in der Nähe liegt, der gut erreichbar ist. Und dann würde ich behaupten, wir fliegen jetzt einfach mal hierhin. So. Das ist nicht möglich, da es eine Landebahn ist. Dann machen wir es jetzt anders. Wir nehmen... muss ich das jetzt nochmal canceln. So. Ihr könnt übrigens Flugstrecken, die ihr schon genommen habt, könnt ihr wieder streichen, indem ihr hier draufklickt und dann Replace drückt. Dann habt ihr die erste Linie schon weggestrichen. Wir gehen jetzt hier oben hin. Und zwar machen wir jetzt den Flugplan. Wir wollen hier gerne landen. Ne? Diese Landebahn, den EGGW-Flughafen. Ja. So, Landebahn 08. So, genau. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen nach draußen. Ich will noch kurz was zeigen. Und zwar könnt ihr hier ja noch die Türen öffnen. Genau, das Catering, und hier habt ihr noch die für die Koffer. Ja, das ist ein nettes Feature, ist seit kurzem draußen, und also das Flugzeug wurde, glaube ich, letztes Jahr released, also erneuert, Update gemacht. Und ja, wir werden jetzt die Türen wieder schließen, dann werden wir hier... noch die Lichter anmachen und selbstverständlich die drei Triebwerke, die dieses Flugzeug besitzt, in Gang setzen. Ja. So, jetzt gehen wir wieder ins Cockpit rein, denn wir haben jetzt Flugplan erstellt und wir gucken jetzt, wo genau wir abfliegen wollen von London Heathrow und ob das möglich ist. Und zwar wollen wir auf der 09 rechts starten. Ja. Jetzt holen wir uns mal die Info. Ja, wir gehen also hier EGL Tower. Ja, so. London Heathrow Tower, Speedbird 440, inbound on the ILS runway 9 right. November 370 Foxtrot X-ray, line up and wait runway 9 right. Ihr seht schon sehr viel Funkkontakt jetzt von Flugzeugen, die starten wollen. 06 heavy, inbound on the ILS runway 9 left. Wir wollen jetzt die runway 09 rechts. Ja. Foxtrot X-ray. India Alpha India 712, hold short of was wollen wir machen? Departing, ne? London Heathrow Tower, Alpha Bravo Charlie Delta Echo. Wir wollen Richtung West. Also wie ihr seht, wollen wir Richtung Westen fliegen. India Alpha India 712. Kilo Lima Mike 658 Super, Richtung West. London Heathrow Tower, Lima Golf 1988. Ready for takeoff at runway 9 right, departing west. November 370 Foxtrot X-ray, runway 9 right, cleared for takeoff. London Heathrow Tower,
Battery 06 heavy. Ja, inbound, also ihr seht schon. ILS runway 9 left. London Heathrow ich meine, Flugnummer ist LG 1988, das habe ich im letzten Video schon erklärt, wie ihr das ändern könnt. Und das ist jetzt meine Flugnummer. Ja, ihr könnt das eure eigenen Flugnummern da eingeben, wo ihr dann für eures Flugzeug verwenden wollt. Und ihr habt dann immer diese, ihr könnt es auch immer wieder ändern. So, wie es aussieht, will hier niemand mich verstehen. Hold short of runway 9 right. Holding short runway 9 right, Lima Golf 1988. Thank you, good day, Kilo Lima Mike 658 Super. Okay, dann, so wie ich das verstanden habe, kann ich jetzt losfliegen. Dann wollen wir das doch mal tun. India Alpha India 712, runway 9 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 9 right. India Alpha India 712. London Heathrow Tower, November 723 November November, ready for takeoff at runway 9 right, remaining in the pattern. Category 06 heavy, number one. Ah, ihr seht schon, ich habe hier eine maximum speed von 35 Knoten bekommen. Ich fliege jetzt gerade drunter, es geht's gerade wieder. Heavy. Speed but 440, number two, traffic to follow is on final. Number two, behind the traffic on final. Speedbird 440. Kilo Lima Mike 850. Runway 9 right. Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Runway 9 right. Okay. Kilo Lima Mike 850. London Heathrow Tower. Speedbird 759. Ready for takeoff at runway 9 right. Remaining in the pattern. Cattery 06 heavy. Is on final runway 9 so. Left. Kilo Lima Mike 850. Please exit. So, ich entschuldige mich für dieses kleine, für diese kleine Unterbrechung. Ich musste schnell mein Headset installieren. So, nochmal, ne? Wir wollen ja, Contact London Heathrow approach on 120.4. Going around. Category 06 heavy. Contacting London Heathrow approach on 120.4. India Alpha India 712. London Heathrow Tower, Lima Golf 1988. Ready for Info geben. Runway 9 right, so. Departing west. Foxtrot Golf Golf Hotel Lima, runway 9 right, cleared for immediate to Kiev. Unable pattern. Gut. Lima Golf 1988. No intersection departures einfach allowed. Mal. Lima Hotel 160 is on final runway 9 left. Also es ist kein Start erlaubt, so wie es aussieht. Jetzt gucke ich mal, wo die ganzen Flugzeuge landen. Die landen alle. Frequency change. Die landen alle da. Okay, gut. Executing missed approach. Dann werde ich jetzt einfach mal auf der 09 links landen, würde ich mal behaupten. Runway 9 left. Gut, dann müssen wir das jetzt anders machen. So. London Heathrow Tower, Lima Golf 1988, ready to take off at runway 9 left, departing west. London Heathrow gucken, Tower, November 653 Echo Juliet, ready for takeoff at runway 27 left, remaining in the pattern. Kilo Lima Mike 658 Super, request frequency change. Cattery 06 heavy, contact London Heathrow approach on 120.4. London Heathrow Tower. Ihr seht schon, ziemlich viel Stress gerade auf der Land, auf der Startbahn. Deswegen sieht es so aus, als würde sich das verzögern. Air France 454, hold short of runway 9 right. Cleared for takeoff, runway 9 right, Bravo Alpha 168. Holding short runway 9 right, Air France 454. Holding short runway 9 right, November 723 November November. Going around, November 16 November Tango. November 16 November Tango, disregard last message. Stand by, November 653 Echo Juliet. London Heathrow Tower, Bravo Alpha Victor Alpha 200 is 17 nautical miles to the west at 4000.
London Heathrow Tower, Lima Golf 1988, ready for takeoff at runway 9 left, departing west. London Heathrow Tower, November 16 November Tango is 15 nautical miles to the west at 4,700 feet, inbound for landing. November 653 Echo Juliet, correction, stand by. Also ihr seht schon, ziemlich viel Andrang hier, wie gesagt, also es fällt mir es gerade schwer, hier eine Starterlaubnis zu holen. Ich November 653 noch Echo mal. Juliet. London Heathrow Tower, Lima Golf 1988, ready for takeoff at runway 9 left, departing west. Chanuk 759, runway 9 right, cleared for immediate takeoff, unable pattern work, straight out departure approved. Executing missed approach, November 653 Echo Juliet. Cleared for takeoff, runway 9 right, Chanuk 759. London Heathrow Tower, Delta 9836 is 4 nautical miles to the west at 900 feet, inbound for landing, requesting runway 9 right. So, ich bin Delta jetzt 9836, hier auf go der around, Startlinie. Make right traffic, runway 9 right. November 16 November Tango is on final runway 9 left. Jetzt November 409 Alpha Kilo is on final runway 9 left. Touch and go. London Heathrow Tower, November 723 November, ready for takeoff at runway 9 right, remaining in the pattern. Going around, Delta 9836. November 723 November, avoid sending duplicate messages. London Heathrow Tower. Bravo Alpha Victor Alpha 200 is 13 nautical ah, miles schon to the hier. 2,700 feet. Crash. Inbound for landing, requesting runway 9 right. November 409 Alpha Kilo, tower is no longer accepting pattern work. Please land or divert. Thank you. Good day. Bravo Alpha 168. London Heathrow Tower. Bravo Alpha Whisker 7810. Ready for takeoff at runway 9 right. Departing straight out. London Heathrow Tower, Lima Golf 1988, ready for takeoff at runway 9 left, departing west. November 653 Echo Juliet, contact London Heathrow Departure. So, ich werde jetzt einfach starten, weil es mir ein bisschen zu blöd hier. Contacting London Heathrow Departure on 120.52. November 653 Echo Juliet. November 409 Alpha Kilo, avoid sending duplicate messages. London Heathrow Tower, November 312 Foxtrot X-ray is 25 nautical miles to the west at 5,000 feet, inbound for landing. November 409 Alpha Kilo, due to heavy traffic, airport is not accepting incoming airplanes at this time. London Heathrow Tower, November 312 Foxtrot X-ray, inbound on the ILS runway 9 right. Going around, November 409 Alpha Kilo. Chanuk 759. Request frequency change. Attention all aircraft, London Heathrow Tower is now closed. Good day. London Heathrow Tower, November 863 Charlie Foxtrot, ready for takeoff at runway 9 right, remaining in the pattern. London Heathrow Unicorn, November 16 November Tango is 5 nautical miles to the west. Also ihr hört jetzt, 100 feet, inbound for London. Das, ich bin jetzt gestartet. London Heathrow das Unicorn, Flugzeug, November 312 Foxtrot X-ray is 22 nautical miles to the west at 4,900 feet. Ist, inbound for landing, will make straight in for runway 9 right. Air France 454, you're in an active airspace. Ich habe jetzt hier noch eine Warnung London gekriegt. Heathrow Tower on 118.5. Ah, oh, es geht mir gerade ein bisschen, es nervt mir jetzt gerade ein bisschen die Durchsagen. Bravo Alpha Victor Alpha 200 is on final runway 9 left. Steht, man darf nicht bei 250, über 250 Knoten, also man darf nicht über 250 Knoten fliegen, erst wenn man über 10.000 Fuß ist. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich bin jetzt bei 250 Knoten. Ich habe jetzt das NAV aktiviert. Wir fliegen jetzt Richtung Flugplan. Vorhin wurde auch gesagt, dass der Flughafen Bravo jetzt geschlossen Alpha, ist, Alpha, der Heathrow. Zero. Ja, das Roger. Heißt, aber so wie es aussieht, ist hier noch ziemlich viel los.
Die das benutzen, also jeder von euch kann natürlich den Tower spielen an einem Flughafen. Und ist natürlich dann auch ein bisschen Stress, wie ihr seht. Ja. Ihr müsst dann die ganzen Flugzeuge hier planen, wie sie landen können und so. Und ja, wir versuchen jetzt halt zu unserem Zielflughafen zu kommen, wie gesagt. Ne? London Heathrow Tower, und das gut 99, ready for takeoff at runway 9 right, ja. Departing straight out. Easy 164, contact London also, Heathrow approach on 120.4. 36 nautische Meilen, das haben wir fast geschafft. On 120.4. Easy 164. Speedbird 99. Unser Flughafen, den heißt, unser Zielflughafen, um zu landen, das ist der EGGW. Ja. London Heathrow Tower, Jersey 82, ready for takeoff at runway 9 left. Departing north. London Heathrow Tower, Speedbird 99, ready for takeoff at runway 9 right, departing south. Bravo Alpha Victor Alpha 200, is on final runway 9 left, full stop. Jersey 82, runway 9 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 9 left, Jersey 82. London Heathrow Tower, Speedbird 255 is 16 nautical miles to the east at 1,200 feet. Inbound for landing, requesting runway 27 right. Bravo Alpha Victor Alpha 200, roger. London Heathrow Tower, Speedbird 219 heavy is 12 nautical miles to the west at 4,000 feet. Inbound for landing, requesting runway 9 right. London Heathrow Tower, Cattery 06 heavy, inbound on the ILS runway 9 left. London Heathrow Tower, Cattery 06 heavy, inbound on the ILS runway 9 left. Also ihr seht schon, das Flugzeug ist eines der neuesten Erneuerungen, also Updates, gerade auf dem Markt. Es wurde erst kürzlich wieder upgedatet und sieht schon ein bisschen schöner aus jetzt, muss ich sagen. Auch viel sauberer die Grafik und viel klarer alles. Was halt schade ist, dass sich hier die Armaturen dann nicht bewegen. Das ist schon ein bisschen schade. Ja. Aber wir haben jetzt unsere neuen Gäste. Hier unser erster Offizier und ich bin halt der Captain. Das könnt ihr natürlich hier unten dann alles noch ändern. Ja, zum Beispiel. So, könnt verschiedene Ansichten ändern. Und euch den Flug so anschauen. Ja, wir gehen jetzt aber noch mal ins Captain. Number 8, runway 9 right, clear to land. Gut, wo sind wir denn jetzt? Ah, wir nähern uns unserem Zielflughafen. Der EGG. Mal schauen. EGGW. Mal schauen, ob wir den hier schon drauf haben. Hier EGGB, dann werden wir jetzt mal Report. London Luton Unicum, Lima Golf 1988, going around. Ah ja, hier werden wir danach Landing machen, Announce inbound, hier drauf, Nummer 4, und dann Landing drücken, wenn wir dann soweit sind. Ja. Ihr seht schon, es ist ziemlich verwirrend, wenn man hier was erzählen will und halt andauernd dann hier unterbrochen wird durch die ganzen Durchsagen. Aber es macht es auf jeden Fall realistischer. Jawohl. Ja, das Flugzeug ist eigentlich ganz gut zu bedienen. Ja, macht keine Faxen, ist, fliegt sich gut, sieht auch toll aus. Ist ein älteres Modell. Ich habe jetzt hier gerade die Library drauf von der russischen Aeroflot Cargo. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt ist. Ich glaube russisch. Hm. Ja, sieht so aus. Genau. So. Ja, wir gehen jetzt mal runter. Die Geschwindigkeit auf 200 Knoten. Hier auf 3000. Genau. So. Ja, so, hier noch die Flaps, ja, warten wir noch mit, Spoiler Flight. So, jetzt können wir die Durchsage machen, Nummer 4, dann Landing, ja, 0, Runway 08,
London Luton Unicorn, Lima Golf 1988 is 17 nautical miles to the west of 3,600 feet, inbound for landing, will make left traffic for runway 8. Hier ist wahrscheinlich eh nichts los, so wie es aussieht. Auf dieser Landebahn läuft nichts und es gibt auch keinen Funkverkehr. Also eigentlich könnten wir uns die Durchsage jetzt gerade sparen. Ich werde jetzt aber trotzdem mal die Flaps erhöhen auf 50. So. Wie ihr sehen könnt, wir drehen uns jetzt Richtung Zielflughafen. So, jetzt werden wir hier noch einstellen. Wir wollen ja auf den IGGW ILS 08. Drücken wir hier drauf. Jetzt hat es hier ILS 08 IGGW. So, jetzt könnten wir eigentlich schon den Approach Mode drücken, damit sich das Flugzeug halt dann ausrichtet auf die nötige Landebahn oder die richtige Richtung, ja, dass das schön ausgerichtet ist. So, jetzt werden wir noch eine Durchsage noch mal machen, werden wir noch mal sagen, Landing, ja, runway 8. Ja, jetzt werden wir hier noch, na, ihr seht schon, wie gesagt, das ist halt jetzt nicht mehr so wichtig, weil der Flughafen oder der Tower oder ja, der Flughafen einfach nicht gerade nicht besetzt wird. Macht aber nichts. Wir werden da trotzdem landen. Genau, ihr seht schon. Bereit. Ich habe immer noch die Speed-Warnung hier oben, aber ich kriege die gerade irgendwie nicht mehr weggedrückt, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr, das ist eine Warnung irgendwie, ich glaube, kriege ich auch nicht mehr weggeklickt. Naja, lassen wir sie mal. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Landung. Brakes sind gesetzt, Spoiler ist Flight, werden wir auf Arm legen. Ja, die Geschwindigkeit werden wir jetzt auf 180 reduzieren. Vorerst. Und ihr seht schon, das Flugzeug sinkt. Ja, hier unten Altitude. Das Flugzeug kommt zum Sinken. Schön wäre es natürlich, wie gesagt, wenn sich das hier vorne alles bewegen würde noch. Das wäre natürlich, bis auf den Speed-Joke und die das Fahrwerk bewegt sich eigentlich nicht viel in diesem Flugzeug, was schade ist. Das könnte in Zukunft in meinen Augen noch besser werden. So, ihr könnt hier die Landebahn sehen. Ja, da landen wir jetzt dann. Mal schauen, ob das mit dem Flugzeug geht, weil ich jetzt gerade gesehen habe, dass die Landebahn sehr klein ist. Aber ich denke, das wird kein Problem sein für dieses Flugzeug. Genau, wir sind jetzt noch 5 nautische Meilen entfernt. Schauen, dass es hier noch so gibt. London Heathrow Approach gibt's, ja. London Luton Unicorn, Lima Golf 1988, going around. Okay, ich habe jetzt gesagt, dass ich nochmal eine Runde drehen werde. Aber das ist ja nicht der Fall. Kommt auch keine Antwort. Was ich machen könnte, ich könnte es natürlich zurückfliegen zum London Heathrow und es da nochmal probieren. Aber ich will euch hier in diesem Video nur mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze so funktioniert. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist mal was anderes, als immer alleine zu fliegen. Aber wie ihr halt schon festgestellt habt, es ist halt ziemlich, kann ziemlich störend sein, wenn... Ja, wenn man dauernd Funkverkehr hat, man kann sich halt nicht, vor allem wenn man, muss sich halt ein bisschen konzentrieren. Oh, Fahrwerk, rausfahren, selbstverständlich. Genau, so. Jetzt konzentrieren wir uns schnell auf die Landung.
Wir haben jetzt die Geschwindigkeit auf 160 Knoten. Ich denke mal, das müsste reichen. Ja, machen wir 150 Knoten. So. Sind wir gespannt. Sieht gut aus. Können uns das nochmal von außen anschauen. Und sobald der Choke unten ist, dann nach unten drücken. So wie jetzt. Ja, noch nicht. So, damit er zum Stehen kommt. Brakes sind gesetzt. Und das war wieder mal eine Traumlandung. Zwar eine automatisierte, aber es war auf jeden Fall eine Traumlandung. So. Systeme aus. Triebwerke aus. Und das war's, meine Lieben. Das ist wieder mal eine geglückte Landung gewesen mit der McDouglas MD-11F, glaube ich. Ja. Und ja, wie gesagt, probiert es aus. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr noch Wünsche habt zu Flugzeugen, die ich fliegen soll, sagt mir Bescheid. Und ich würde mich für ein Abo freuen. Und bei Fragen immer fragen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.